begrüße Sie ganz herzlich zur 5. Oltener Fachtagung von Zukunft CH hier im Hotel Arte in Olten. Unser Thema lautet heute Bindung und Bildung, was unsere Kinder wirklich stark und erfolgreich macht. Weiterhin sehen Sie Pfarrer Stückelberger, er ist Präsident unserer Stiftung und weiterhin auch noch aus unserem Stiftungsrat Pfarrer Beat Lacher direkt daneben. Also darf ich auch Sie beide noch speziell begrüßen. Unser Thema ist Bindung und Bildung, was unsere Kinder wirklich stark und erfolgreich macht. Und wer Kinder hat, der möchte, dass die Kinder erfolgreich durchs Leben gehen dürfen. Was dabei jeder unter Erfolg versteht, das mag im Detail ja durchaus verschieden sein. Das erfährt man ja auch in persönlichen Gesprächen mit anderen Eltern. Aber letztendlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, als Eltern, als Großeltern, als Paten, als Onkel, Tanten, was auch immer, erfolgreich und stark durchs Leben zu gehen. Das heißt, irgendwo glücklich zu werden, zufrieden zu werden, zufrieden sein können, sein Potenzial, seine Fähigkeiten leben zu können, fähig sein, Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen, fähig sein, diese Beziehungen zu leben. Ja, und auch den Widerständen, die sich ja immer wieder auf dem Lebensweg ergeben, diesen Widerständen zu begegnen, sie zu überwinden und nicht daran zugrunde zu gehen. Wie sagte Goethe schon so schön, man lernt nur von dem, den man liebt. Und das heißt, der Bildung geht etwas voraus. Und das ist die Bindung. Und genau zu diesem Zusammenhang, Bindung, Bildung, werden wir heute sehr spannende Aspekte zu hören bekommen von unseren Referenten und auch noch von den Podiumsteilnehmern. Bevor wir mit den Themen beginnen, möchte ich Ihnen ganz kurz noch unsere Stiftung vorstellen. Wie gesagt, einige von Ihnen dürften unsere Stiftung schon gut kennen, aber andere noch nicht. Deshalb ein kurzer Abriss. Uns gibt es mittlerweile seit knapp 8 Jahren. Zu Beginn waren wir als Verein konstituiert, mittlerweile sind wir eine Stiftung. Unsere Ziele und Aufgaben haben sich aber seitdem nicht verändert. Wir setzen uns ein für eine Wiederbewusstmachung der christlichen Werte. Wir klären über ideologische Tendenzen auf, zum Beispiel Gender Mainstreaming, aber auch den Islam. Und wir wollen die Familie als Grundpfeiler der Gesellschaft wieder stärken. Neben unserer Aufklärungsarbeit arbeiten wir auch mit Familienorganisationen zusammen, um auch ganz konkret notleidende Familien in der Schweiz zu unterstützen. Unsere Arbeit erfolgt auf gemeinnütziger Basis und auf überparteilicher und überkonfessioneller Basis. Das heißt, wir arbeiten mit Christen aus allen Denominationen zusammen. Grüezi miteinander. Mein Beitrag möchte ich damit beschränken. Ich erzähle Ihnen ein Erlebnis, das mich tief geprägt hat. Es war im Jahre 1990 in Bukarest, Rumänien. Ich war damals noch Präsident von Christian Solidarity International, CSC. Der Diktator Ceausescu hatte die Pille in seinem Land verboten. Sein Volk sollte wachsen. Ungewollte Kinder konnte man sofort nach der Geburt in staatliche Heime abgeben, um sie ohne Einfluss der Eltern zu erziehen, und zwar zu richtigen Kommunisten. Wir besuchten ein Heim von 400 Buben im Alter von 6 bis 8 Jahren. Das wurde für mich zum Horror. Obwohl unser Besuch angekündigt war, stank es in dem Haus unerträglich nach Urin. Die Hälfte der Buben waren Bettnässer, die Bettlaken wurden über dem Treppengeländer jeden Tag getrocknet. Am schlimmsten war die Begegnung mit einer Gruppe von ungefähr 15 Buben in einem Raum, wo wir aus der Delegation sie mit ihnen unterhalten konnten. Sie schauten uns mit großen Augen an, drängten sich so an uns, dass wir uns kaum bewegen konnten. Jeder dieser Buben versuchte, sich an uns zu drücken und uns wenigstens mit der Hand zu berühren. Schließlich begriff ich, diesen Kindern fehlte es nicht an Essen oder an Kleidung, ihnen fehlte die persönliche, menschliche Berührung. Es fehlte ihnen eine liebevolle Umarmung.
es fehlte ihnen einfach die Liebe einer elterlichen Geborgenheit, das Kuscheln beim Vater oder bei der Mutter. Ich war zutiefst erschüttert und bin es heute noch. Wir haben später einen schweizerischen Experten für Heimerziehung gefragt, was wir denn tun könnten für diese Buben. Seine Antwort war noch einmal entsetzlich. Er meinte nämlich, es sei für diese Kinder zu spät. Es wäre nicht mehr möglich, ihre charakterliche Schädigung und Prägung zu korrigieren. Sie würden sich in eine natürliche Familie nicht integrieren. Wir haben dann auf dem Lande drei geräumige Häuser mit einem großen Spielplatz gebaut, wo kinderlose Ehepaare 5 bis 6 Kinder aufnehmen und erziehen konnten. Dieses Familienmodell wurde später von den staatlichen Behörden und privaten Hilfsorganisationen übernommen und hat sich in 20 Jahren für die Kinder und die Eltern bewährt. Damit wurde nur bestätigt, dass die Eltern schon immer wussten, wozu sie ihr natürliches Gefühl drängt. Um ihre Zukunft zu meistern und qualifizierte Leistungen zu erbringen, brauchen Kinder zuallererst die elterliche Liebe, die zärtlichen Umarmungen, die Geborgenheit bei Vater und Mutter. Heute beweisen immer mehr wissenschaftliche Studien, dass der schulische Erfolg wesentlich davon abhängig ist, ob Kinder in den ersten Lebensjahren diese Wurzeln schlagen dürfen mit ihrem Gemüt und ihrer Seele. Aus diesen Wurzeln wachsen später die Kräfte und jene Neugier auf das Leben, die sie zu liebenswürdigen und lebenstüchtigen Menschen machen. Die Referate unserer Tagung wollen deutlich machen, dass die von Gott gegebene Ordnung der Familie ein wunderbares Geschenk Gottes ist. Wer diese von Gott gegebene Ordnung missachtet oder bewusst außer Kraft setzt, kann seinen Kindern lebenslang Schaden zufügen. Wir müssen alles tun, dass diese Ordnung wieder respektiert wird. Danke. Beginnen möchte ich mit der Tatsache, dass heutzutage die Bindungsstörung bereits bei den Eltern natürlich einsetzt. Und zwar finden wir ja, vor allem auch in Deutschland, aber möglicherweise ist die Schweiz auch nicht verschont, eine massive Relativierung von Mutterschaft und von Familie. Da wird zum Beispiel behauptet, Frau sein und Mutter sei eine gesellschaftlich geprägte Rollenzuweisung, also etwas, was auferzwungen oder eingeredet worden ist. Es ist also nicht mehr die Rede von einem identitätsstiftenden Wesensmerkmal der Frau oder gar von einer Berufung. Da wird behauptet, die Mutterrolle im traditionellen Sinne sei eine Benachteiligung bzw. eine Diskriminierung der Frau. Sie behindere die Entfaltung und die Selbstverwirklichung. Es wird nicht mehr darin eine sinngebende Aufgabe gesehen, eine Aufgabe, deren Erfolg ein Gefühl vermittelt, was ein Mann nie haben wird, wenn eine Frau ein Kind geboren wird oder hat oder 2 oder 3, dann ist das ein Gefühl für eine Frau, das kann ein Mann nie erreichen. Da kann er Generaldirektor werden, kann er einen Nobelpreis bekommen. Dieses Gefühl wird er nie bekommen, wird er nie erreichen. Aber das wird natürlich heutzutage nicht mehr gesagt, sondern es wird den Frauen eingeredet, und zwar von allen Seiten, es sei ein erstrebenswertes Ziel, Familie und Beruf permanent miteinander zu vereinbaren. Damit stehen eindeutig die ökonomischen Interessen im Mittelpunkt, nicht mehr die Interessen der Kinder. An das Wohl der Kinder wird dabei nicht gedacht. Ich zitiere den Präsident, den deutschen Arbeitspräsident Dieter Hund, der 2012 gesagt hat, sobald der Ausbau der Kinderbetreuung, gemeint sind die Krippen, gewährleistet ist, sollte die Elternzeit stufenweise auf 12 Monate abgesenkt werden. Also immer mehr oder immer früher die Frauen an die Arbeit. Wir finden bei Fremdbetreuung, es gibt zum Teil schon 24-Stunden-Krippen,
beachtliche Stresshormonausschüttungen. Wir finden Schlaf- und Wachstumshormonmangel. Ich gehe auf die einzelnen Punkte dann noch ein, darum mache ich das jetzt sehr schnell. Wir finden Sprachentwicklungsstörungen und wir finden Spätschäden. Und dieser Punkt Früh- und Übersexualisierung, da wird, glaube ich, Frau Keller etwas näher unter Umständen darauf eingehen, der ist natürlich auch Ihnen zum Teil wohl bekannt. Über diese ersten drei Punkte möchte ich mich näher auslassen und natürlich auch ein Wort zu möglichen Spätschäden sagen. Tiere und Menschen haben in ihrem Gehirn bereits an etwas niedrigerer Stelle im Zwischenhirn ein sogenanntes Furchtzentrum. Insbesondere bewirkt es auch Stresshormonausschüttungen, Adrenalin, Noradrenalin, die kennen Sie, diese Substanzen, die werden aber sehr schnell abgebaut in 10 Minuten, aber eben auch Cortisol. Und Cortisol ist ein Stresshormon, was nicht nur sehr gefährlich ist, hat natürlich auch seine positive Bedeutung, aber langfristig bei etwas ansteigenden Dosen über den Normalwert ist Cortisol längerfristig schädlich. Und dieser erhöhte Cortisolausstieg, der ist nicht nur akut zu bedauern bei diesen Kindern, sondern eben, wie ich schon angedeutet habe, korreliert mit einer Schädigung dieses Hippocampus, dieser Lernmaschine des Gehirns, die extrem wichtig ist für Lernen, Informationsaufnahme und auch Verhaltenslernen in der Gesellschaft. Kurz und gut, dieser Hippocampus ist auch eben verantwortlich für das Abstimmen des Verhaltens und muss auf Veränderungen der Umgebung reagieren. Und es ist eine sehr enge Korrelation zwischen späterer Bindungsangst, was auch eine höhere Scheidungsrate letztlich erklärt, und einer reduzierten Zelldichte im Hippocampus. Ich möchte noch ganz kurz auf sonstige Spätschäden abschließend eingehen, wie dieses bereits genannte ADHS, also dieses Zappel-Phillips-Syndrom, und eben auch auf Depressionen. Ich hatte ja gesagt, dieses Cortisol wirkt auch auf Verlust von Magnesium. Magnesiummangel ist generell hier in unseren Breiten, ich kenne jetzt die Werte nicht von der Schweiz, aber in der Bundesrepublik ist der Magnesiumgehalt des Bodens und damit im Wasser und in dem Gemüse und so weiter um etwa 50% zurückgegangen in den letzten 100 Jahren. Wir haben also generell Magnesiummangel. Und das wird jetzt natürlich sehr kompliziert, das will ich auch eben nicht im Detail besprechen, obwohl es eigentlich eine interessante Sache ist. Es gibt an den Zellen im Gehirn eine Vielzahl von sogenannten Rezeptoren, also Öffnungen, wo Substanzen eindringen, wo Substanzen sich anlagern können und damit wird die ganze Funktion des Gehirns gesteuert. Das ist so eine Art Kanal von außen nach innen. Und in diesem Kanal sitzt, und das ist auch blau markiert, ein Magnesiummolekül. Und dieses Magnesiummolekül steuert diesen Durchgang mit, neben anderen, neben elektrischen Potenzialen, diesen Durchgang durch den Kanal. Und wenn das Magnesium nicht vorhanden ist, ist der Kanal offen, auf Deutsch gesagt. Da kann also etwas passieren, was dann unkontrollierte Vorgänge auslöst, im Extremfall Epilepsien. Aber eben in solchen Fällen, wo das tatsächlich fehlt, kann dann durch Magnesiumverlust oder Mangel, der dann durch diese Krippenabgabe, durch den Cortisolspiegel bewirkt wird, langfristig eben eine Übererregbarkeit vorliegen, die sich dann auch als dieses ADHS-Syndrom äußern kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für diese erschreckende Zunahme an Depressionen. Die Zahl der Depressionen in der Bundesrepublik ist generell um das 6-fache gestiegen in den letzten 12 Jahren. Wie gesagt, der Begriff erschreckend ist vielleicht eher noch zu milde ausgedrückt. Und wir müssen sagen, in die Zukunft blickend, dass schädliche Einflüsse durch frühe und extensive Fremdbetreuung, also durch Bindungslösung, dass solche Einflüsse auf eine ganze Generation von Kindern Konsequenzen natürlich für die Gesamtgesellschaft haben werden. Sogar auch dann, wenn eine nur sehr geringe negative beeinflusste Zahl von Kindern vorhanden ist. Es wird bei auch sehr geringen Einflüssen, wenn eine große Zahl von Kindern, also sehr viele, die aus der Bindung gelöst worden sind, vorhanden sind,
für die Gesellschaft nicht ohne Folgen bleiben. Ich darf deshalb schließen mit der Aufforderung, dass wir alle daran mitarbeiten sollten, dass es möglich bleibt, Frau Mutter sein und Mann Vater sein ehrlich zu bejahen. Denn die gute Schöpfungsordnung der zweigeschlechtlichen Familie muss anerkannt und erhalten werden. Und wir müssen versuchen, mit Gottes Hilfe einen Lebensbereich zu schaffen, in dem sich unsere Kinder ungestört bewegen und entwickeln können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Beim Wort Bildung kam mir unweigerlich ein Strick in den Sinn. Mit einem Strick kann man ein Boot festmachen, damit es nicht wegtreibt. Man kann auch jemanden festbinden und ihm der Freiheit berauben. Sie sehen, Bindung hat einen positiven, aber auch einen negativen Aspekt. Mir kam aber auch die Bindung von zweier Menschen in den Sinn. Und dabei hört man öfters, auch gerade dann, wenn es um die Ehe geht, wo gesagt wird, eine dreifache Schnur zerreißt nicht so bald. Und spontan möchte ich ergänzen, und erst recht nicht eine vierfache. In diesem Sinn möchte ich auch meinen Vortrag gliedern. Eltern, Schüler, Schülerinnen, Schule und der letzte Punkt, das Fragezeichen. In dem Begriff Schule schließlich hier alle mit ein, die damit zu tun haben, das sei von den Lehrkräften bis und mit Abwart oder Pädagogen oder Therapeuten, die dabei beschäftigt sind. Ich lege für meine Betrachtungen folgende einfache Definition von Bildung zugrunde. Bildung zielt darauf ab, unsere Talente und Fähigkeiten zur Entfaltung zu bringen. Sie soll uns ermöglichen, einen guten Einfluss auf die Gesellschaft zu haben und ein sinnerfülltes Leben zu leben. Ähnlich wie wir es heute auch schon im Referat von Frau Gahl gehört haben. Eltern. Also Bildung beginnt nicht erst in der Schule, das haben wir vorhin auch gehört. Wir prägen unser Kind auch dann, wenn es sich selbst überlassen ist und das vom ersten Moment seines Lebens an. Und diese Prägung oder eben auch Nichtprägung bringt es dann mit in die Schule und trägt es weiter in seinem Leben. Ich habe noch bestens in Erinnerung, wie meine Mutter mir beim Hausaufgaben, beim Aufsatzschreiben geholfen hat, Sätze gut zu formulieren. Solche Sachen sind mir bis heute geblieben. Also zeigen Sie Interesse an den Schulaufgaben und haben Sie ein gutes Verhältnis dazu. Und gerade zum Beispiel auch Themen wie Mensch und Umwelt, wenn man jetzt als Beispiel die Römer durchnimmt, kann man dies mit einem Ausflug untermalen. Warum nicht mal an einem Samstag nach Augusta Raurica zu gehen oder nach Vindonissa? Ein ganz praktischer Tipp zu Hausaufgaben oder Zusatzarbeiten, welche die Kinder mit einer schweren Last von der Schule nach Hause bringen. Bitte solidarisieren Sie sich nicht mit den Emotionen des Kindes. Als Beispiel, neulich saß unser Sohn, 11-jährig, verweint am Tisch, nach langem Aufgabenmachen, über eine Stunde war er dran, er hat geweint, er hätte so viel vom Lehrer bekommen und das sei einfach nicht gerecht. Und ich glaube, meine Frau war kurz daran, dem Lehrer einen netten Brief zu schreiben, dass das jetzt einfach mal zu viel sind. In jedem Fall stellte sich anschließend heraus, dass er in der Schule eben nicht gearbeitet hatte und deshalb diese Zusatzarbeiten erhielt. Bedenken Sie, dass das Kind auch genau weiß, wie es Bericht erstatten muss, um ihre Gunst zu gewinnen. Solche emotionellen Reaktionen sind oft ein Anlass, dass der Strick zu reißen droht oder eben Risse bekommt. Aussagen wie die Lehrperson hatte kein Mitgefühl, die Lehrperson versteht halt mein Kind nicht, sie ist überfordert und so weiter fallen dann oft. Stellen Sie sich bitte hier hinter die Schule oder suchen Sie ein klärendes Gespräch in der Ruhe. Zweiter Punkt, Schüler. Verschiedene Voraussetzungen, welche Schüler mitbringen sollen, um in der Schule erfolgreich zu sein, habe ich vorhin schon erwähnt, mit dem Einbezug der Eltern. Beim Schuleintritt unterschreiben die Eltern und die Schüler unsere Schulordnung und wir wiederholen das bewusst in der Oberstufe. In der Schulordnung wird von den Schülern ein respektvoller Umgang zu den Unterrichtenden und zu den Mitschülern gefordert.
Ebenfalls soll eine offene, ehrliche Beziehung zu den Lehrern stattfinden. Die Schüler sollen sich bewusst sein, dass sie in eine christliche Schule gehen und diese repräsentieren. Eltern sollen die Kinder in dieser Verantwortung unterstützen. Natürlich unterrichten wir trotzdem keine Engel, auch in unserer Schule nicht. Die Kinder durchlaufen die Pubertät, sind manchmal bockig und schwierig. Umso wichtiger ist es, dass sie die vorgegebenen Leitplanken kennen und es liegt und gemeinsam auch anstreben wollen, darin zu laufen. Es liegt auf der Hand, dass schädigende Einflüsse wie Drogen, Tabak, Alkohol, Pornografie und auch Smartphones an unserer Schule nicht akzeptiert werden. Für eine erfolgreiche Schullaufbahn spielt die Kommunikation von Schule zum Elternhaus eine wichtige Rolle. Gute und genaue Informationen auch via Kinder fördern die Zusammenarbeit. Beispiel das Führen eines Hausaufgabenheftes oder Zuverlässigkeit und Pflichtbewusstsein in den Hausaufgaben. Dritter Bereich, Schule. Ist die Beziehung bzw. Bindung zwischen Lehrperson und Schüler sehr wichtig für den Lernerfolg, vor allem auch auf den unteren Stufen. Ich stelle auch persönlich die Beziehung über die fachliche Leistung, auch wenn Klassenlehrer oft Zehnkämpfer sind. Schüler brauchen Bezugspersonen, da sie in der Primarschule auch für den Lehrer lernen. Ich finde es falsch, wenn man dem Kind sagt, jetzt lern mal, du lernst ja für dich. Speziell für die Bildung gilt auch der pointierte Satz aus dem Buch »Verwöhnte Kinder fallen nicht vom Himmel« von Peter Angst. Der Mensch wird nun mal erst zum Du, er wird erst im Du zum wertvollen Ich. Ich wiederhole diesen Satz nochmals. Der Mensch wird nun mal erst im Du zum wertvollen Ich. Kinder werden oft nach ihren Berufswünschen gefragt. Unser zweitältester Sohn möchte gerne Tierarzt werden. Er findet, dass man Tieren und Menschen dadurch helfen kann. Die meisten Berufswünsche sind auf das Du ausgelegt. Eine Ausnahme bildet vielleicht da unser vierjähriger Sohn oder bildete. Vielleicht sind das die Spiegelneuronen, die bei ihm sehr aktiv sind, denn er wollte unbedingt ein Affe im Zoo werden. Er sah, dass die Verhaltensweise dieser Tiere hat ihm sehr imponiert. Familie wird immer weiter im öffentlichen Raum zurückgedrängt und immer weiter durch staatliche Strukturen übernommen. Es wird uns immer gesagt, naja, was sind so viele Familien nicht mehr erziehungsfähig? Ja, es laufen so viele Familien aus dem Ruder und der Staat muss doch dann da eingreifen. Ja, es gibt immer mehr solche Familien. In der Zeitung stehen ja immer nur diejenigen, die es nicht machen. Ja? Also über die normalen Medien bekommt man ein völlig verfälschtes Bild darüber, wie Familie eigentlich funktioniert im europäischen Raum. Und die meisten Familien machen das großartig. Trotzdem diskutieren wir immer vom Notfall her und niemals von der Mehrheit. Und dann entsteht in der Öffentlichkeit plötzlich so das Bild, als könnten Familien das ja gar nicht mitmachen. Stellt sich die Frage, wie um Himmels Willen hat die Menschheit eigentlich überlebt? Ohne, dass wir ein staatliches Krippensystem haben seit Jahrtausenden. Ja, das heißt, dass Eltern ihre eigenen Kinder großziehen, ist erstmal das Natürlichste der Welt. Ja, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Das ist überhaupt nichts, was man in Frage stellen muss. Das ist das, wie das Prinzip Menschheit überlebt. Ja, ein Mann und eine Frau bekommen ein Kind und ziehen es selber groß. Es ist eigentlich ganz einfach, das Ganze. Dieses Modell, das man uns heute verkauft, beide Eltern berufstätig, die Kinder mit einem Jahr spätestens in staatliche Betreuung, wird ja gerade uns Frauen als Emanzipation verkauft. Also es ist ja angeblich zu meinem Besten, was da passiert. Ich habe es bloß noch nicht so ganz verstanden. Na, also man muss es mir offensichtlich noch ein bisschen erklären und ich verstehe es nämlich bis heute nicht, weil ich feststelle, ich habe als Frau ganz andere Vorstellungen davon, was mich glücklich macht. Und ich habe ganz andere Forderungen an den Staat, die ich gerne erfüllt haben möchte. Aber ich stelle fest, niemand kämpft dafür. Und deswegen habe ich irgendwann vor Jahren anfangen müssen, mich leider mit dem Thema Feminismus zu beschäftigen. Ich habe mich nämlich in dummer Weise entschieden, mich um mein Kind zu kümmern und habe damit sämtliche Hoffnungen der Gesellschaft nicht erfüllt,
dass sie ja gesagt haben, wir haben dich doch jetzt schön ausgebildet und du bist klug und wir könnten dich auf dem Arbeitsmarkt so wunderbar gebrauchen. Und was habe ich gemacht? Ich bin nach Hause gegangen an den Herd. Ja? Was Schlimmeres können wir heutzutage als Frau überhaupt nicht machen. Und da beklagt der Staat also auf der einen Seite, dass es bildungsferne Schichten gäbe und dass die nicht in der Lage sind, ihre Kinder selber großzuziehen. Und deswegen müssten die ja in eine staatliche Förderung rein. Und wenn dann aber gut ausgebildete Mütter zu Hause sind, dann sagen sie, ja, aber ihr sollt auch nicht zu Hause bleiben, weil ihr seid ja vergeudetes Potenzial zu Hause. Ja, wer darf dann bitte noch Kinder großziehen? Die einen hält man für zu doof und die anderen für zu klug. Ja? Bleibt also mit dieser Argumentation eigentlich überhaupt niemand mehr übrig, dem man irgendwie diese Aufgabe überlassen möchte. Denn Erziehen ist anstrengend. Das ist kein einfacher Job. Und manchmal wäre es einfacher, in irgendein Büro zu fahren und sich irgendwo hinzusetzen und mal Tür zuzumachen, ja, als mit einem Teenager zu diskutieren, ob oder wann er jetzt sein Zimmer aufräumt. Ja. Das ist in der Tat einfacher manchmal, wenn man sich mit Erwachsenen auseinandersetzen könnte. Insofern, das erfordert viel Mühe, viel Wiederholung. Und Sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen als Eltern. Wie oft erkennen wir uns in unseren Kindern wieder, im Guten wie im Schlechten. Ne? Aber man weiß dann, von wem sie es haben. Aber so funktioniert Erziehung. Und wissen Sie, diese Kinder, die die Ausbildung nicht mehr durchhalten und die dreimal pro Woche morgens nicht pünktlich kommen und ständig fadenscheinige Erklärungen dafür haben und die unzuverlässig sind und unhöflich sind, die sind eigentlich nicht schlecht erzogen, sondern die sind nicht erzogen. Das ist der Unterschied, weil sie brauchen zum Erziehen Zeit. Aber jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben für eine Diskussion. Ich sitze natürlich mit zwei verschiedenen Westen hier. Ich bin Serbia Volksschullehrer und oder zwei Westen, müsste ich sagen, bin gleichzeitig auch Familienvater. Ich habe Pflichten als Familienvater und ich bin auch, wenn Sie so wollen, Vertreter von der Homeschool-Bewegung der Schweiz. Ich glaube, es handelt sich bei der Frage, wo wir unsere Kinder ziehen lassen, um einen Kulturkampf. Ich fand das sehr eindrücklich, die Ausführungen von Frau Kelle. Es geht darum, wer ist der bessere Erzieher? Ist es der Staat oder sind es die Eltern? Wir hatten unsere Kinder anfänglich in der öffentlichen Schule, haben aber gemerkt, dass sich die Kinder von uns immer mehr entfremdeten, weil der Einfluss der Schule, insbesondere auch die Negativsozialisation, die in der öffentlichen Schule da stattgefunden hat, unser Familienleben nachhaltig gestört hat. Wir haben uns dann auf die Suche nach Alternativen gemacht, eine Privatschule wäre eine Variante gewesen, ging aus logistischen Problemen nicht, da war nichts in der Nähe. Ich habe dann einen Aufenthalt in den USA gemacht, als ich den Englischlehrer, das Patent für den Englischlehrer einholte und habe dort die Homeschool-Bewegung kennengelernt, habe da die Furcht vor diesem Schritt verloren und wir haben vor 13 Jahren begonnen, unsere Kinder zu Hause zu unterrichten. Vieles von dem, was ich gehört habe im Referat, in den Referaten vorher, habe ich bestätigt gefunden. Ich möchte zwei Punkte herausgreifen. Wir haben untersucht, was aus den Homeschool-Schulabgängen, aus dem geworden ist in den vergangenen Jahren. Und wir haben festgestellt, dass die signifikant mehr Spitzenleistungen erbracht haben, als man sich das eigentlich denken würde. Wir haben x-mal die beste Matur in unseren Reihen. wurde erzielt, wir haben Spitzenleistungen im Berufslehren und wir haben festgestellt, dass jene Kinder, welche während der ganzen Zeit zu Hause gebildet worden sind, dass die dort überproportional vertreten sind, wo Spitzenleistungen vollbracht worden sind. Und das ist auch nicht schwer nachzuvollziehen, warum das so ist, weil die 1:1-Betreuung, die da zu Hause geschieht, ist ja eigentlich die natürlichste Sache der Welt. Die Schule ist erst seit 1874 eine Einrichtung,
die wir für wie eine heilige Kuh hochhalten. Und all die Jahrhunderte vorher sind die Kinder bei den Eltern erzogen worden. Eltern sind natürliche Erzieher und Ausbildner. Und in der heutigen Zeit, darf ich noch ein paar Sätze anhängen, in der heutigen Zeit, wo wir im digitalen Zeitalter, da haben wir alle Informationen, die wir brauchen, per Mausklick verfügbar. Wir brauchen keine Lehrer. Lehrer sind für mich eigentlich so eine Notlösung, ich bin selber eine Notlösung, ich weiß, ich mache diese Dienstleistung für Eltern, die das nicht tun wollen. Umgekehrt denken Sie vielleicht jetzt, ja, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt, denken Sie vielleicht, ja, der Mann ist extrem in die andere Seite, das Helikoptereltern, die Schule stiehlt der Familie etwa 12.000 Stunden, wo die Kinder weg sind. Und der will das jetzt ins Gegenteil verkehren. Und die Kinder werden abgeschottet und haben keine Ahnung von Sozialisation. Ich muss Ihnen sagen, wir sind sehr erstaunt. Ich beziehe mich wieder auf diese Studie. Wir haben alle abnehmenden Lehrer und Lehrmeister gefragt, wie sich unsere Schulabgänger machen. Und die sagen fast durchs Band weg, dass diese Kinder optimal sozialisiert sind. Die bekamen in der Familie alle Eigenschaften, die man eigentlich braucht, um gut zu sein im Erwerbsleben. Und die sind nicht gleich unter Peergroups sozialisiert worden, sondern vertikal mit Geschwistern, mit mehreren Generationen. Oft sind dann auch die Großeltern noch involviert in diese Bildungsalternative. Und dann haben wir eine Orientierung gegeben, das gibt vernünftige Kinder, das macht starke Kinder. Ein weiteres Konzept, das zum Beispiel entwickelt wurde eben in den letzten Jahren, ist das Konzept der Vertrauenspädagogik von Herrn Etter. Derte sind ja mit Grenzenwerte geführt, mit Sporen angetrieben und man geht davon aus, dass das, was sie vorwärts treibt oder nach links und rechts führt, das ist die Vermeidung von Schmerzen. Und sie lehrt die Kinder, Pferde zu führen, so dass sie nicht der Vermeidung von Schmerzen folgen, sondern einer Verbindung mit dem Reiter, die Monty Roberts Join-Up nennt. Es geht darum, dass ein Pferd sich abhängig fühlt vom Reiter und jetzt quasi aufmerksam ist. Was möchte denn der? Es braucht nur noch ein Zeichen, eine Art Kommunikation. Es braucht keinen Zwang. Es braucht diese innere Verbindung. Und da ist mir plötzlich bewusst geworden, das wäre ja auch das, was wir Eltern mit unseren Kindern tun könnten. Und was wir Lehrer mit unseren Schülern eigentlich wollten. Dass sie uns nicht folgen, uns nicht zuhören, damit sie irgendwelche negativen Konsequenzen abwenden, sondern dass sie uns folgen, weil sie uns vertrauen, weil da eine Beziehung da ist. Und dass mir das bewusst geworden ist, dann habe ich im Wort Gottes geforscht, weil ich als jahrzehntelanger Christ ja mir gedacht habe, das müsste ja irgendwo mit der Bibel im Zusammenhang sein. Und dann wurde mir all das bewusst, wie er Gott selber uns ja auch via Beziehung führen möchte. Wir sind ja gerade nicht eine Religion, die sagt, wenn du das und das und das und das tust, dann bist du akzeptiert, dann kannst du in den Himmel kommen, sondern wir sagen, wir reden aus dieser Überzeugung, dass Jesus für uns alles getan hat und dass wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dass wir dann gute Früchte bringen, nicht umgekehrt. Also wir müssen nicht gute Früchte bringen, damit Jesus uns annimmt, sondern weil wir angenommen sind, weil wir ganz nah, je näher wir am Herzen Gottes sind, desto eher ist es uns danach, seinen Willen zu tun. Also das Verhalten ist viel weniger eine Sache des Charakters, sondern also eine Frage der Beziehung, der Bindung. Und deshalb hat mich das so begeistert, was Sie gesagt haben, oder? Was die Bindung ist, der Schoß der Abhängigkeit. Die Abhängigkeit in einer guten Bindung fühlt sich sehr gut an. Und
Ja, vielleicht sagt er später nochmal. Mir geht es darum, abzuklären mit lachendem Cortisol, oder? Ein Mensch, der gehorsam ist im Rahmen einer tragfähigen Bindung von Geborgenheit und Sicherheit, der baut kein, auch wenn er noch so üble Situationen durchlebt. Kinder werden nicht traumatisiert durch üble Erfahrungen. Sie werden traumatisiert durch Erfahrungen, die sie machen, außerhalb einer tragfähigen Beziehung. Ich habe in meinem Studium als Heilpädagoge, waren wir in Bosnien und haben dort die kriegstraumatisierten Kinder kennengelernt. Und die waren nicht deshalb traumatisiert, weil sie schlimme Dinge gesehen haben. Weil es gab Kinder, die haben zugesehen, wie ihre eigenen Eltern erschossen worden sind. Aber jene, die an der Hand des Opas waren, die haben das ohne bleibende Schäden durchlebt und überwunden. Oder? Aber jene, die kreisweise einfache Dinge erlebt haben, alleine, das alleine sein, die Bindung ist das absolut zentralste und wichtigste überhaupt. Jetzt haben wir auch angefangen, Schulen zu gründen, weil wir der Überzeugung sind, dass unser Schulsystem das Cortisol, die Sache auch mit verschuldet. Bindung und Bildung, was hat das miteinander zu tun? Wir diskutieren heute an einer erfolgreichen Tagung und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Podiumsdiskussion. Ich fange von meiner Seite aus gesehen rechts an mit Herr Pfarrer Hans-Jürg Stückelberger. Dann begrüße ich ganz herzlich auch Jürg Schuppi. Zu meiner Linken dann die Birgit Kelle und natürlich Beatrice Gall. Rechts außen unser Herr Professor Dr. Manfred Spreng. Ja, Herr Schuppli, Sie sind Schulleiter. Was hat denn ein Elternhaus mit dem Lernen zu tun? Können Sie da zwei, drei Stichworte sagen? Kommt es darauf an, was man für ein Elternhaus gehabt hat, ob man erfolgreich wird oder nicht? Ja, es gibt da Langzeitstudien, die beweisen, dass eigentlich Eltern einen großen Einfluss auf die Schule haben. Es gibt dieses berühmte Buch, das heißt, bei schlechten Leistungen helfen gute Eltern. Und dort wird diese Langzeitstudie von Martin Neuenschwander erwähnt, der sagt, bis zu 50% ist der Lernerfolg der Schüler abhängig von der Einstellung der Eltern zu den Schulaufgaben. Das ist ein bisschen schwierig für mich als Lehrer einfach so stehen zu lassen, aber ich sehe das durchaus, dass das eine Wahrheit ist. Inwiefern profitieren dann die Kinder oder Sie in der Schule von einem Elternhaus, das, wie man so sagt, noch intakt ist, wo die Mutter Zeit hat und auch mithelfen kann bei den Schulaufgaben? Wie weit ist das für Sie dann wichtig und wie spüren Sie das? Ja, man merkt natürlich, ob ein Kind interessiert ist an der Schule, mit welcher Einstellung ein Kind in die Schule kommt. Das hat natürlich einen großen Einfluss. Denken Sie nur, jeder Sportler muss sich vor einem Spiel ja motivieren, dass er 100% Einsatz gibt. Und dass Kinder, die dann zu Hause einfach negativ über die Schule gesprochen wird oder eben gar nicht für die Schule interessiert, ist natürlich viel schwieriger, eine Leistungsbereitschaft in der Schule zu zeigen. Also Sie vergleichen das mit dem Sport, also einer, der einen guten Coach hat und auch die nötige Ruhezeit, der ist eher bereit und gewillt und natürlich auch in der Lage, Spitzenleistungen zu bringen. Ja, nicht nur Coach für Spitzenleistungen, aber zu Hause auch die Mutter, sage ich jetzt mal, die sich darum kümmert, wenn es seelisch auch etwas nicht stimmt beim Kind, die das Kind auch wieder ermuntert, weiterzugehen, auch wenn ihm etwas schwerfällt und so weiter. Und das hat einen großen Einfluss. Manfred Spreng, Sie sind Hirnforscher. Was Herr Schuppli gesagt hat, ist das für Sie nachvollziehbar oder ist das Einbildung? Nein, denn viel lernt ein Kind durch Beobachtung und natürlich in den ersten Lebensjahren ganz besonders im Familienkreise, wobei in den allerersten Jahren die Beziehung zur Mutter ganz entscheidend ist, entscheidend für die Sprachentwicklung. Und da wir ja in Sprache und demgemäß auch in sprachlichen Begriffen denken,
ist die Sprachentwicklung des Kindes ganz entscheidend eine Voraussetzung für gute Schulleistungen. Denn wenn diese enge Bindung, vor allem an Mutter und an das Lernen der Muttersprache nicht gegeben ist, dann kann es später beispielsweise zu Lese-Rechtschreibstörungen kommen, die von der Schule dann recht schwer wieder zu kompensieren sind. Jetzt sind Sie ja, Manfred Spreng, Vater von 3 Kindern, wenn ich das richtig erforscht habe, und schon bereits 6 Enkelkinder. Wie ist dann jetzt nach all den Jahren Erfahrung und Wissen Ihr Verhalten anders gegenüber den Enkelkindern, respektive den eigenen Kindern? Das ist natürlich eine Zeitfrage, die man jetzt als Großvater etwas anders disponieren kann. Als Vater hatte ich etwas weniger Zeit, hatte aber das Glück, eine Frau zu besitzen, die ich jetzt noch besitze. Wir sind 52 Jahre verheiratet, die sich ganz intensiv für unsere 3 Kinder eingesetzt hat. Auch in der Schule sehr häufig mit den Lehrern gesprochen hat und doch die Hauptverantwortung getragen hat. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich viel zu wenig Zeit für meine Kinder verbracht habe. Es ist mir aber gelungen, für die Enkel mehr Zeit zu benutzen, um die dann in das einzuführen, was ich bei meinen Kindern nicht so intensiv machen konnte. Sie waren ja mit all Ihren nebenamtlichen Tätigkeiten, Präsidien und Forschungsprojekten ja nicht viel zu Hause. Das hat, wie Sie gesagt haben, die Arbeit Ihre Frau gemacht. Jetzt bei den Enkeln haben Sie mehr Zeit, aber welchen Einfluss hat Ihre Forschung, Ihre Lebenserfahrung auf die Einstellung Ihrer Kinder gemacht bezüglich dem Gedankengut, ich will Karriere machen als Tochter oder ich will keine Karriere machen, ich will den Kindern die Zeit widmen? Hat Ihr berufliches Wissen auf das eine Einwirkung gehabt? Meine Tochter, die hat sich in der Tat auch für ihre Kinder eingesetzt. Sie ist gelernte Krankenpflegerin, hat nach dem Abitur sich da als Krankenpflegerin ausbilden lassen, hat den Beruf auch bis zu ihrer Heirat ausgeführt, ist dann aber jetzt insgesamt 18 Jahre bei ihren 3 Kindern geblieben. Und ich glaube, dass da mein Einfluss doch bedeutsam war. Und sie hat natürlich auch sehr viele negative Erfahrungen machen dürfen, dass man sie verurteilt hat als Heimchen am Herd und dass sie eben sich nur für ihre Kinder und nicht für ihre Karriere einsetzt. Aber sie hat das durchgestanden mit dem Erfolg, dass wir eigentlich mit der Ausbildung unserer Enkel, mit ihren Intentionen, ihrem Werdegang bisher wirklich dankbar sein müssen und darauf auch stolz zurückblicken dürfen. Birgit Kelle, Sie sind Bestseller-Autorin und sagen, dass die Zeit des Feminismus vorbei ist und die Frauen wieder der Karriere den Rücken kehren sollen. Sind Sie von gestern? Nein, ich bin noch gar nicht so alt. Ich hoffe, man sieht das. Ich habe übrigens überhaupt nichts dagegen, wenn Frauen Karriere machen. Ich denke nur, wir sollten das frei entscheiden als Frauen. Und ich habe selber festgestellt, ich bin Mutter von 4 Kindern, dass ich der Meinung war, meine Kinder brauchen mich eine ganze Weile. Ich bin erst seit 1-2 Jahren wieder, habe ich angefangen, berufstätig zu sein und war vorher 12 Jahre lang zu Hause bei den Kindern. Und ich glaube, die Kinder brauchen diese Zeit. Und ich bin der Meinung, man sollte den Frauen die Frauen, die das möchten, sollen die Gelegenheit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Denn das, was wir hier auf dieser Tagung besprechen, wir wissen es ja, die Kinder brauchen die Eltern zu Hause. Jeder Lehrer kann ihnen das bestätigen. Auch bei uns in Deutschland ist es so, dass statistisch es unheimlich vom Elternhaus abhängt, ob ein Kind in der Schule erfolgreich ist. Und dann haben sie als Politiker 2 Wege. Die einen Politiker bei uns sagen, dann müssen wir eben die Schulen besser machen, damit die Kinder, die zu Hause kein vernünftiges Elternhaus haben, trotzdem über die Schule ihre Förderung bekommen. Es gäbe aber auch die Möglichkeit zu sagen, warum unterstützen wir denn nicht die Familien dieser Kinder, damit die genauso auch ihre Kinder unterstützen können, wie die anderen Kinder doch auch eine Unterstützung bekommen. Das heißt, man hat immer die Wahl, unterstützt man dann, dass es genug starke Elternhäuser gibt oder verlagert man alles auf die Schulen. Und ich stelle fest, dass im gesamten europäischen Raum im Moment alles verlagert wird lieber auf die Schule. Man sagt, die Institution muss dann besser werden und wir brauchen mehr Personal und mehr Ausstattung und so weiter. Und trotzdem
gibt es nicht mehr leistungsfähige Kinder, sondern immer weniger mit diesem System, weil dieses System ein Elternhaus nicht ersetzen kann. Denn es geht eben nicht nur um Bildung. Was heißt denn Bildung gerade bei kleinen Kindern? Wissen Sie, Englisch lernen können sie auch noch mit 30. Aber Liebe nachholen, die ihnen in der Kindheit gefehlt hat, das können sie ihr ganzes Leben nicht mehr aufholen. Und deswegen denke ich, müssen wir wieder mehr in die Elternhäuser investieren. Und wenn sie dann ein stabiles Kind haben, das können sie in die Welt rausschicken. Und das ist auch aufnahmefähig. Und das hat ein Fundament, auf dem es steht. Aber wenn wir den Kindern zu früh das Fundament Familie wegnehmen und sagen, der Staat macht das alles und der Staat macht das sogar besser, das behaupten wir ja inzwischen, dann glaube ich, dass wir diesen Kindern den Boden unter den Füßen wegziehen. Wenn Sie sagen, der Staat macht das besser, dann sprechen Sie die Kitas an, die Werbung gemacht wird, dass sie die besseren Fachkräfte hat, die Spezialisten für Kinder. Bezweifeln Sie dann die Ausbildung dieser Fachkräfte oder was vermissen Sie in der Kita? Mal grundsätzlich, der Staat kann mein Kind nicht lieben. Also was, egal mit welcher Ausstattung und egal mit wie viel Geld, können Sie nicht ein liebendes Elternhaus ersetzen. Aber woran es fehlt, sind ja elementare Dinge und das fängt an am Personal. Dass die Erziehung in den Krippen und in den Kitas überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem Elternhaus, hängt ja nicht damit zusammen, dass dort Erzieherinnen sind, die nichts können, sondern dass die auch nur zwei Hände haben und sich in der Regel um ganz viele Kinder gleichzeitig kümmern sollen. Wie sollen die denn überhaupt das adäquat ersetzen, was in einem Elternhaus möglich wäre? Das heißt, sie müssten noch viel mehr Geld in die Krippen, in die Kitas reinstecken, um alleine die Personalschlüssel so zu machen, wie alle Erziehungswissenschaftler sagen. Nämlich gerade in den Krippen 2, 3 Kinder auf eine Erzieherin bei Kindern unter 3 Jahren. Und wir in Deutschland haben reale Personalschlüssel von 6 bis 8 Kindern auf eine Erzieherin. Und das sind alles Kinder unter 3 Jahren. Und da können wir froh sein, wenn sauber, sicher, satt noch zufriedenstellend hinbekommen wird. Aber dass dort Bildung stattfindet oder besonders pädagogische Arbeit und dass das alles auch noch besser sein soll als das, was eine Mutter oder ein Vater zu Hause leisten kann, das finde ich aberwitzig. Beatrice Gall, Sie sind Geschäftsführerin Zukunft CH. Sie haben eine Tochter, bald 5. Ist das nicht etwas widersprüchlich, wenn Sie jetzt da sitzen und als Geschäftsfrau quasi, als Geschäftsführerin? Und was macht das Kind in der Zeit, wo Sie arbeiten? Also heute zum Beispiel schaut mein Mann nach dem Kind. Es ist ja zum Glück Wochenende und da können wir uns auch gegenseitig aushelfen. Ja, das erscheint im ersten Moment tatsächlich als Widerspruch, aber nur im ersten Moment, weil wir im Hinterkopf vielleicht nur die Systeme haben, die gängig sind, nämlich entweder Kind oder Karriere. Ich möchte behaupten, es geht beides. Es geht nicht immer beides zugleich. Manchmal muss man das hintereinander machen, das hat Frau Kelly ja vorhin schon gesagt. Und ich denke, das ist oft auch nötig, gerade wenn es mehrere Kinder zu Hause sind. Also ich glaube nicht, dass eine Mutter da noch wirklich den Kindern all das bieten kann, was sie ihnen eigentlich bieten muss als Mutter, wenn sie nebenbei oder nicht nur nebenbei, sondern hauptberuflich auch noch arbeitet. Das wird sehr, sehr schwierig werden. Aber bei mir speziell in dem Fall ist es jetzt einfach so, dass ich nur Teilzeit arbeite. Das ist bei uns in der Stiftung zum Glück möglich. Wir haben da ein hervorragendes System. Ich konnte in den ersten Jahren, und das kann ich immer noch, wenn ich möchte, mein Kind einfach mit ins Büro nehmen. Bei welchem Arbeitgeber kann man das schon machen? Wir sind ein kleines Team, das verträgt solche Sachen natürlich auch vielleicht besser als ein Großkonzern, bei dem man immer nach genau Struktur A, B, C funktionieren muss. Aber letztendlich war für mich immer wichtig, als ich wusste, ich bin schwanger, sobald eine Entscheidung da sein müsste, würde ich mich immer für die Familie entscheiden. Und wenn Beruf weiter, dann nur mit der Möglichkeit, dass ich trotzdem für mein Kind bestmöglich da sein kann und für meinen Mann natürlich auch noch. Und dann haben wir diese Lösung gefunden. Zum Teil arbeite ich zu Hause. Ich arbeite 2 Vormittage im Büro. Den einen Vormittag ist mein Mann zu Hause und passt auf die Tochter auf. Jetzt inzwischen ist sie im Kindergarten. Da hat sich das zum Beispiel auch erledigt dann. Und den zweiten Vormittag habe ich sie immer mitgenommen bis dato in die Arbeit. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das ist natürlich jetzt nicht ein Fall, den man auf alle gleichzeitig ummerzen kann und sagen kann, ja, so müssten wir das überall machen. Aber ich denke, da muss bei jedem Arbeitgeber
geguckt werden, was sind für Möglichkeiten vorhanden. Und da erwarte ich eigentlich auch von den Arbeitgebern, dass sie bereit sind, Möglichkeiten einzurichten. Denn so schwer ist das eigentlich gar nicht. Herr Pfarrer Stückelberger, Sie sind ja Pfarrer in Ihrem ursprünglichen Beruf, jetzt Präsident der Zukunfts-CH. Was hat denn Bindung und Bildung mit Glaube zu tun und was interessiert das überhaupt ein Pfarrer? Ja, ich kann als Großvater und Urgroßvater auf eine lange Karriere zurückschauen, wie ich Kinder beobachtet habe, die eigenen und dann die anderen. Habe auch lange Zeit Religionsunterricht gegeben in der Primarschule, Sekundarschule, im Gymnasium. Ich habe sehr viele Beziehungen gehabt mit Kindern in verschiedenen Situationen und deshalb hat mich die Situation der Schule und des Elternhauses und der Kinder sehr bedrückt, wenn ich sehe, wie sich das jetzt entwickelt, wie das immer mehr in die Privatisierung hineingeht, in die Verstaatlichung der Kinder, weil das kann nur schlecht herauskommen. Denn Kinder brauchen, das ist die Ordnung, die Gott den Menschen gegeben hat, brauchen die Mutter. Der Professor hat das auch nachgewiesen, bewiesen, dass die Kinder lernen von der Mutter, sie lernen schon im Mutterleib, oder? Als die Frau Gall, die war bei uns angestellt, ich war ihr Chef, oder? Und sie war 100% angestellt und dann hat sie mir eines Tages gesagt, ich bin schwanger. Und dann hatte ich ein Problem, ja, wie geht das jetzt weiter, oder? Aber es war für mich Anfang an klar, das Kind hat Priorität, oder? Das Kind hat Priorität und wir müssen unsere Arbeit so einrichten, dass das möglich ist. Und es funktioniert, oder? Und langfristig ist es so, dass Kinder, die von den Eltern erzogen werden, sind die leistungsfähigeren, die der Wirtschaft später mehr bringen als die anderen. Also es ist ein ganz falsches Denken, das hier einsetzt, wenn man meint, man muss die Frauen sofort ins Erwerbsleben bringen. Das schädigt die Wirtschaft langfristig gesehen. Und Wirtschaftsfachleute sollten langfristig denken. Manfred Spreng, in Deutschland wächst ja der Druck auf die Frauen, haben Sie gesagt, dass sie möglichst rasch ihre Kinder abgeben, wieder in die Kita. Was raten Sie einer gut ausgebildeten Frau? Die haben ein Studium, da hat auch der Staat daran bezahlt. Sie möchten eigentlich den Beruf ausüben. Was raten Sie einer gut ausgebildeten Frau, wie sie ihr Leben planen soll? Von ganz wenigen Berufen abgesehen, irgendwelche Physikerinnen oder so, haben eigentlich die Frauen, wenn sie 3, 4 oder noch mehr Jahre bei ihren Kindern bleiben, heutzutage aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von anderen, vor allem auch Wirtschaftsfachleuten, sehr gute Chancen in der Wirtschaft und sogar in der Industrie bei der Fertigung. Denn wenn eine Frau auch nach abgeschlossenem Studium ihre Kinder betreut, ein Kind, zwei Kind, drei Kinder, dann lernen sie mindestens zwei Dinge. Sie kann ihre Multitasking-Fähigkeit, die die Frauen besonders auszeichnet, gegenüber den Männern deutlich verbessern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der heutzutage in Wirtschaft und Industrie massiv gefordert wird, Multitasking. Der zweite Punkt ist der, sie lernt mit Menschen umgehen in einer Weise, wie man es vielleicht auf anderen Gebieten gar nicht in der Lage ist. Nicht nur mit den Kindern, sondern eben auch mit Lehrern und so weiter. Sie lernt den Umgang mit Menschen, Teamwork. Und sie lernt auch den Umgang mit Geld umzugehen. Sie kann nicht mehr ausgeben, als was sie hat, ob sie aus armem oder reichem Haushalt kommt. Und das sind drei Punkte, die heutzutage in der Wirtschaft massiv gefordert sind. Dann kommt noch dazu diese Intuitionsfähigkeit, die die Frauen auszeichnet, ist heutzutage in der Konstruktion viel mehr gefordert als früher. Früher war man zufrieden, wenn irgendein System funktioniert hat. Aber man hat nicht daran gedacht, dass es eigentlich Menschen bedienen müssen, dass Menschen in irgendeinem Sitz sitzen müssen. Man hat eben einfach nur konstruiert, das Ding war da und fertig, aber man hat nicht daran gedacht, dass es anthropotechnisch, wie man den Fachausdruck verwendet, gut geeignet ist. Und dafür sind Frauen spezialisiert, also im Design und so weiter tätig zu sein. Sie sind also eigentlich gesucht und gefordert. Und dann kommt natürlich noch der demografische Faktor mit herein. Und auch wirklich Fachleute, zum Beispiel
Frank-Jürgen Weise, der Chef von der Bundesanstalt, mit dem ich befreundet bin, sagt mir immer, wir haben ganz tolle Programme für Frauen, die so mit 30, 35, 40 sich wieder eingliedern lassen, ob mit oder ohne Studium. Die werden massiv gefördert und in der Tat, sie werden gesucht von Wirtschaft und Industrie. Dann bin ich aber richtig, dass ich Sie verstanden habe, dass die Wirtschaft auch lernen muss, die Mütter in Teilzeit zu beschäftigen, in Flexibilität, aber dieses auch in Gleichberechtigung müsste in Kaderstellen möglich werden, dass die Wirtschaft auch die Männer gewissermaßen freistellt oder flexibel macht, dass sie auch zu Hause, wenn die Frau Mutter nicht zu Hause ist, dort die Lücke füllen kann. Also ein Anliegen an die Wirtschaft vielleicht für mehr Flexibilität zugunsten der Familie. Das wäre ein Thema, das wir bald wieder einmal aufgreifen müssen. Goethe hat ja einmal gesagt, man lernt nur von dem Menschen, den man liebt, und die Liebe beginnt in der Familie. Das haben wir jetzt gehört und auf das wollen wir bauen. Herzlich